Wenn Europa im tiefsten Winter versinkt, ist auf der südlichen Erdhalbkugel Hochsommer. Und an Orten wie dem südafrikanischen Kapstadt werfen sich Schwimmer und Surfer in die Fluten des Meeres, so wie hier in False Bay. Doch an Kapstadts Küsten lebt auch eine der größten Populationen von weißen Haien. Und die Organisation Shark Spotters nutzt seit jüngstem Drohnen, um das Auftauchen von Haien genauer beobachten zu können. Sie wollen so die Menschen gegebenenfalls warnen, aber sie wollen auch das Verhalten der Tiere studieren und die Haiart besser erkennen, bevor sie eine Warnung ausrufen. In Kapstadt existieren bereits andere Schutzeinrichtungen für Wassersportler, doch Haiangriffe werden sich trotzdem nie ganz vermeiden lassen. Jedoch wurde nach jüngsten Berichten von Meeresbiologen festgestellt, dass rund 350 bis 520 weiße Haie vor der Küste Südafrikas leben. Und das sind etwa 50% weniger als zuvor vermutet.